Herzlich willkommen bei Spiele am TV. Wir spielen heute Colt Express, eine der nominierten Spiele für das Spiel des Jahres 2015. Wir haben Paddix dabei. Hallo. Hi. Und jetzt erklären wir uns mal die Regeln. Unser Spielbrett ist nicht irgendein Brett, sondern dieser tolle Zug hier. Deswegen ja auch Colt Express. Und in diesem Zug sind überall Geldsäckchen und Edelsteine und eine Geldtasche verteilt, die wir einsammeln müssen. Nämlich Ziel des Spiels, so rum. Ziel des Spiels ist es, am meisten abzusahnen, am meisten abzukassieren. Wer am Ende dann halt am meisten ab, klar, der hat gewonnen. Das ist eigentlich ganz simpel, es wird nämlich eine Karte aufgelegt, das ist die Rundenkarte. Mal kurz zeigen. Da steht drauf, wie wir spielen müssen. Das sind vier Runden und wir müssen jetzt unsere Aktion voraus programmieren, indem wir reihum eine Aktionskarte ausspielen, bis wir die vier Runden durch sind. Und dann wird geguckt, wird durchgegangen und dann werden die Aktionen erst ausgeführt. Dadurch kann halt Sachen passieren, die man vorher nicht vorher geplant hat. Auf diesen Karten können Symbole draus sein, wie zum Beispiel dieser Tunnel. Das heißt, in dieser Runde wird die Aktionskarten werden verdeckt ausgespielt. Das heißt, die anderen Spieler können nicht sehen, was du gerade gespielt hast. Dann gibt es noch, ich kann es jetzt nicht zeigen, weil sonst müsste die Karten jetzt aufdecken. Dann gibt es noch eine Doppelrunde, da spielt man zwei Aktionskarten aus. Und das Symbol ganz am Ende heißt, da passiert ein Ereignis. In dem Fall wäre es, Der Zug bremst und, bist du sicher? Nee, der nicht. Zug, also wenn man vorne ist, wird man nach hinten. Ich bin mir nicht sicher. Andersrum. Aber ich habe das weg. Ja. Gucken wir doch einfach ganz kurz nach. Genau. Das ist Schwenkkran. Alle Banditen, die sich auf dem Dach aufhalten, werden auf den letzten Waggon gestellt. Genau. Sag ich ja. Ja. So, das ist ein Ereignis. Spielprinzip noch, jeder hat einen eigenen Charakter. Genau. Jeder Charakter hat verschiedene Fähigkeiten. Die Charaktere, die wir jetzt eben haben. Ich bin Bell geworden, ist er doch doof. Ja, er hat Bell, die schöne Bell, sieht man mir auch an. Seine Spezialfähigkeit ist, dass wenn er mit einer weiteren Figur in einem Zug Abteil steht, kann seine Figuren weder geschlagen noch abgeschossen werden. Ja, stimmt, die haben die Aktionskarten noch gar nicht. Genau, nämlich man kann kommt ja dann im Spiel ja vor. Der Patrick hat in Django, das heißt, wenn man einen abschießt, der fliegt einen Waggon weiter in die dementsprechende Richtung. Mhm. Und ich habe den Doc, ich darf eine Karte mehr ziehen als alle anderen. Mhm. So, Aktionskarten gibt es bewegen, das heißt, man kann entweder einen Waggon weiter, dann gibt es noch eine zweite Karte, da kann man dann aufs Dach oder vom Dach in den Waggon rein. Dann gibt es die Beuteaufhebkarte, da kann man den Beute dann ins Inventar reinziehen. Dann gibt es die Schusskarte, dann kann man auf einen Spieler schießen, der in einem benachbarten Waggon ist oder wenn man auf dem Dach steht, auf ich glaube, bis zu drei reiten. Nee, Quatsch. Bis zu drei darfst du ziehen. Nein, du kannst übers Dach kommen. Du schießt übers komplette Dach. Ja, genau, auf dem Dach kann man komplett auf alle Spieler schießen, die da drauf sind. Ziehen darf man auf dem Dach, aber nur maximal drei Waggons weiter. Genau, dann gibt es auch den Marschall hier vorne. Der Marschall, der ist ein Nicht-Spieler-Charakter und der ist böse. Der will uns davon abhalten, dass wir hier Sachen klauen. Eigentlich sind wir die Bösen. Ja, aber für uns ist der Böse. Ja. Alles ist nur Auslegungssache. Mit der Karte kann man jedenfalls den Marschall bewegen. Wenn der Marschall auf einen Waggon kommt, wo ein Spieler schon drin ist, der wird aufs Dach gejagt und kriegt dann eine Patronenkarte. Was das ist, das sage ich auch noch. Was gibt es noch für Karten? Es gibt noch aufs Maulhorn. Die Prügelkarte. Da prügelt man einen Spieler, der im gleichen Waggon steht oder beziehungsweise auf dem gleichen Dach steht. Und der wird dann einen Waggon weiter katapultiert, beziehungsweise zurück, je nachdem. Und verliert einen Beuteplättchen. Genau. So, dann die Schusskarte, habe ich ja schon gesagt? Nee. Ja, doch. Das ist ein Verbleib. Hast du ja. Ja, und derjenige, der angeschossen wird, kriegt dann von dem Spieler so eine tolle Cold-Karte. Ich gebe die mal hin. Nee. Das ist eine schöne Munitionskarte. In den Nachziehstapel.
der müllt einfach nur das Deck zu, dass man halt dann weniger. eine Möglichkeit auf der Hand haben könnte. So. Ja, das war im Grunde erstmal alles. Ja. Ich würde doch sagen, dann fangen wir doch einfach mal an. Ne? Das heißt aber deine Schusskarte auf deinen. Ja, du hast deine Schusskarte. so doof. Ne? So, ja. Ich muss schon nachts. Hast du schon gemischt? Nee, gell? Ja, ich habe, aber du kannst auch gerne nochmal, weil das hat ja auch immer was mit Vertrauen zu tun. Genau. Also am Anfang jeder Runde kriegt man 6 Karten auf die Hand. Du 7. Ich 7, da ich ja Doc bin. Mhm. Und aus diesen Karten kann man dann seine Züge bestimmen. Jede Runde erneut. Genau. Ich fange an, hieß es. Das heißt dann doch, wen habe ich da? Erste Runde ist offen, genau. Und ich nehme als erstes gleich mal... Nein. Was? Du nimmst dieses Vorprogrammierung-Zeug, genau, stimmt ja. Ja, da so, bin ich noch ein bisschen. Ich werde... dem folgen. Ich werde auch was aufheben. Ich heb auch was auf. Gut, dann die zweite Runde mit dem Tunnel. Da legen wir natürlich verdeckt jetzt. Mhm, ganz geheim. Böse Sachen oder gute Sachen, wer weiß. Und jetzt wieder offen. Mhm. Achso, offen, genau. So, und jetzt die letzte Runde. Mhm. Wie machen wir das? Du bewegst den Marsha. Genau. Dem folge ich. Ich bewege ihn auch. Shit, und ich bin letzter in der Runde. Dann bewege ich den jetzt auch. Okay, das war schon jetzt die Programmierung. Jetzt wird dann geguckt, was passiert. So. Der erste hebt was auf. Genau, logischerweise, genau. Einen Diamanten. Ich hebe was auf, ich nehme natürlich auch den Diamanten hier. Mhm. So, das nächste ist. Ich hebe was auf. Du hebst was auf. Einen Diamanten. Gut, er schlägt, das heißt, du wirst, in den Wagen katapultiert. Und ich verliere ich Geldsack oder? Ja, du verlierst. Nein, das darf er entscheiden, was du verlierst. Darf er entscheiden, was ich verliere? Ja, der, was halt gespielt hat. Ja, okay. Ja, dann verliere ich das. Fällt das wieder in diesen Wagen? Das fällt in den Wagen, in den Wagen, wo ich gestanden bin, genau. So, ich schieße. Du kriegst meine Cold-Karte. Er schlägt mich. Wohin soll ich fliegen? Du fliegst nach da. Okay. Er hebt was auf. Aber du verlierst auch übrigens ein Beuteplättchen. Ja. Achso, genau. Du hebst das auf, wahrscheinlich wieder einen Diamanten. Natürlich. Das kannst du ja nicht. Dann gehe ich aufs Dach. Hast du nochmal Glück gehabt, stimmt. Du hebst was auf. Scheiße. Philipp bewegt den... Genau, und ich bewege ihn auch. Das heißt, du kriegst eine neutrale Patronenkarte. Genau, leg rein. Und du gehst aufs Dach. Ja, aufs Dach. Und der Letzte bewegt es auch nochmal. Und ich vermute mal, ich weiß schon wohin. Ich hab's mir auch gedacht, dass du das nicht weißt. Und du kriegst auch eine neue... Wobei ich es auch hier da rein hätte können, aber er hat schon mehr... Ich hätte sie auch wieder da reinstecken können. Jetzt wurden wir alle aufs Dach gejagt, beziehungsweise ich bin hochgegangen. Mhm, und wir wurden gejagt. Genau, jetzt werden die Karten wieder verteilt. Genau, und hier ist die nächste Runde. Es wird neu gemischelt dann auch. Oh. Gemischelt. Roman sagt ja immer gern, das heißt gemischt. Heißt gemischt. Ja auch. Ist mir egal, ich sag gemischelt. Ich habe ja keinen Patron drin, deswegen mische ich jetzt so wie ihr. Wie wir. Wie sonst? Ja, ich weiß nicht, wenn ich Patronen hatte, dann habe ich so gemischt und dann waren immer alle Patronen aufeinander. Ja, Mann, ich kann so nicht mischen, egal. So, in dem Fall ist es ja noch egal. So, 1, 2, 3, 4. So, achso, am Ende der Runde, alle Menschen, die oben sitzen, werden nach hinten geworfen. Ja, richtig. Oh ja, stimmt, das sind alle hinten. Jetzt sind wir alle auf einem Platz. Jetzt gibt's Schlägerei. Sascha fängt an. Aufgedeckt. Na, von wegen, ja, jetzt. Ha! Ne? Ja, ja. Das ist gar nicht so schlecht. Genau, ich habe schon aufgedeckt. Wir haben in Runde 2 und 4 haben wir verdeckt. Okay, dann schlägern wir nochmal. 4, 6, 7. Die Frage ist halt immer jetzt, wer wird geschlagen als erstes? Dann dann tauche ich ab. Mhm.
Ja, scheiße, ich bin davon ausgegangen, dass du natürlich mich schlägst, tust du aber nicht. Ja, dumm. Dumm. Es sei denn, er schlägt mich, dann nicht. Er kann dich noch nicht schlagen. Achso, stimmt, der steht jetzt da drüben. Das heißt doch, wenn du mich... Doch, wenn ich jetzt ihn schlage, dann wandert er darüber. Dadurch, dass du schlägst, bist du nicht mehr sicher, ganz egal, mit wem du schlägst. Ja, und aber ich schlag ja nicht. Ja, also müsstest ihn schlagen, um keine aufs Maul zu kriegen. Also wenn ich dich schlagen würde, dann bist du safe. Aber er kann dir aufs Maul hauen? Ja, wenn er das machen sollte, dann werde ich natürlich ihn schlagen. Dann kann er mir nichts aufs Maul hauen. Er bewegt sich. Okay. Ich bewege mich auch. Verdeckt. Achso, bestimmt ist verdeckt. Ja gut, ist ja wurscht. Hom, 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 hom. Ja. Verdeckt, okay, jetzt komme ich wieder. Ich spiele wieder offen. Ich gehe nach unten. Ich ziehe 3 Karten. Du gehst auch nach unten. Jetzt kommt die verdeckte Runde wieder. Und jetzt kommt eine offene Runde, die letzte. Ich gebe was auf und du rasierst dich. Ganz hart. Du gehst nach unten und er schlägt. Okay. Total gebracht, die Geschichte. Dann ist das vorbei. Vermutlich. Meine Runde. Ja, jetzt ist es lustiger. Was kommt jetzt? Ich bin gespannt. Wird eine Katastrophe, meine Runde. Also. Du schlägst. Ich schlage und ich nehme natürlich dich. Ich krieg einen Diamant von dir. Beziehungsweise er fällt runter. Er fällt aufs Dach, genau. Was? Nein, ich bin doch die. Nein. Nein, bist du nicht. Du bist ach, nicht verdammt, schon die andere. Crap. Ja, da liegt jetzt da. Jetzt kann Papa. Hätte ich das mal gewusst. Hätte ich da mal dran gedacht gerade. Ich hätte es ja wissen können, ich honk. Ja. Weil er sich danach. Oh Gott. Wir waren in die Cheyenne. Cheyenne. Ach so, verdammt. Okay, egal. Ich habe trotzdem was. Okay, du gehst nach unten, wirst wieder hochgejagt und du kriegst eine Patronenkarte. Du bewegst dich. Ich bewege mich auch. Er schießt. Ich schieße, genau. Und zwar, wer hat denn am meisten Müll schon drin? Ich. Gar nicht. Hat er am meisten Müll drin? Also von uns beiden, ja. Dann hier. Danke. Du bewegst dich wieder. Ja, ich weiß. Ich gehe nach unten. Du gehst nach unten. Ich heb was auf. Du bewegst dich. Blau hebt was auf, war ja klar. Ich heb wieder was auf. Jetzt hoffe ich mal, dass das irgendwas Gutes ist. Deswegen fand ich das nicht so tragisch, dass ich geschlagen worden bin. Du gehst nach unten. Und du schlägst, aber passiert nichts, ja, weil da niemand steht. Ausschlag büßt in die Luft. Ich verprügel die Luft in der Fahrerkabine. Das war eine lukrative Runde. Super. So. Ich hätte mich gar nicht anschießen können, weil ich ja die bin. Also, ist halt zu zweit, ja, ist halt klar, ist halt ja zu zweit auf demselben Ding gestanden, stimmt. So, soll ich jetzt die Karte wieder rausnehmen? Ne, passt doch. Ich hätte eher auf dich schießen müssen. Wir haben nächste Runde. In der dritten Runde, fünfte Runde wieder. In der dritten Runde verdeckt und am Ende. Was war denn das nochmal? Am Ende ist irgendwas mit dem Waggon. Widerstand der Passagiere, ich glaube. Nein, unten ist. Alle Banditen, die sich im Inneren des Zuges aufhalten, bekommen eine neutrale Patronenkarte. Aufstand der Passagiere. Okay. Hände hoch, nein, du Hände hoch. 1, 2, 3, 4. So. So. Oh toll, richtiger Müll. Okay, also, dann fängst du jetzt an. Ich schlage. Du schlägst. Ich schlag auch.
Ich weiß aber nicht, ob ich das mache, weil du hast schon eine Geldkassette. Aber schön wär's schon. Schön wär's schon. Achso, du musst dann wieder mal bei mir, das ist Käse dann. Schlag, schlag, schlag. Ich heb auch was auf. Jetzt kommt verdeckt. Nein, du musst verdeckt spielen. Wir haben zwei. Nee, nee, ach, Quatsch, die dritte erst. Ich sehe zwei. Alles gut. Ich erschieße. Dito. Verdeckt. Ich ziehe jetzt erstmal drei. Okay. Okay, wenn jetzt ich dran, dann spiele ich eine Karte verdeckt. So, dann wieder offen. Du gehst nach oben. Ich. Dem Achso, du bist da streng. Entschuldigung, ich gehe auch nach oben. Bis sie alle nach oben gehen. Du bewegst dich. Das ist die letzte Runde jetzt, gell? Ja. Ja, jetzt kommt die. Achso, ich bin ja auch noch. Ja, du bist dran. Genau. So. Ja, genau, mach ich auch. So. Gut. Dann ist fertig. So. Also, das erste ist, du schlägst mich. Ja. Ich verliere was. Ich denke an den Diamanten. Den Diamanten verlierst du. Und ich schlag dich hier in diesen Wagen. Oh Mann. Ach so. Interessant. Dann schlägst du die Luft. Genau. Also, das mache ich dann. Ich hätte kein Western-Style hier. Nee. So. Okay, das habe ich jetzt nicht erwartet eigentlich, aber gut. Dann wärst du wieder bei mir im Ding. Hebe ich was auf? Muss ich wohl das hier nehmen? Du hebst was auf? Wer hätte es gedacht? Du schießt auf ihn. Dich? Geht nicht. Ich bin im Weg. Wie, auf dich? Achso, auf mich. Ja, 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 das musst du. Ja. Genau. Ja, sag ich doch. Ich schieße auf... auf mich. Ja, mach. Und du schießt dann auf... Ich schieße auf dich. Und ich bin Django. Du fliegst da rein und kriegst dann den neutralen Punkt. Oh, stimmt. Das diesen Zweck hat das Ganze nicht gehabt. Und jetzt freue ich mich drauf, wenn du nach oben gehst. Was? Ja, mach weiter. Muss nämlich... mach weiter. Er muss runter. Und mein Schuss geht in die Luft. Super. Du gehst nach oben. Du gehst nach oben. Ich krieg eine Patronenkarte, bleib aber oben. Ja. Du bewegst dich. Du bewegst den Marshall. Geht da nur eins? Ja, der geht eins nach vorne. Und ich bewege ihn wieder. So, Aufstand der Passagiere. Nichts Ryan. Schade ist natürlich, dass du jetzt trotzdem zuerst rankommst. Also mich? Ja, also vor mir auf jeden Fall. Also du kannst den Diamanten oben aufheben. Das ist halt ein Nachteil. Ja, das ist wohl richtig. Wie viel habe ich jetzt von den Kassen? Jetzt drei insgesamt habe ich jetzt. Das war auf jeden Fall. So. Das habe ich sicher erwartet, dass du mich nach hinten schießt. Es hat aber auch genau diesen Zweck haben sollen und ich habe gehofft, dass es so funktioniert. Andernfalls wäre es natürlich auch wirklich Western-Manier gewesen. Es wäre cool gewesen. Einmal schlagen, dreht sich um, nochmal zurück. Es wäre cool gewesen, aber ich habe mir gedacht, was macht's von Sinn, dass er dann wieder bei mir im Waggon steht. So viel dazu, es passieren sehr merkwürdige Sachen, die man sich nicht zusammengeplant hat. Ja. Blöd ist natürlich, ich hätte das alles mit ihm machen sollen, aber er sitzt natürlich da am Ende in einem ziemlich sicheren Hafen. 3, 4, 5, 6. Nein, bleib lang. Bitte lass ihn jetzt keine Prügelkarte ziehen. So. Ich ziehe ja echt miesen. Ich fange an. 5, 6. Nee, wir müssen noch die. Hey, wir müssen noch. Du? Haben wir überhaupt. Nee, wir waren keiner war im Zug. Ja. Nee, und noch keiner hat. So. Ja, der nächste Geldkoffer kommt dann auch wieder. Am Ende der Runde kommt der zweite Geldkoffer ins Spiel. Mhm. Und wir haben in Runde 3 eine Doppelrunde. Ja. So, jetzt muss ich mich erstmal entscheiden. Wie mache ich das? Ich schieße erst einmal. Okay, ich schlage.
Habe ich mir irgendwie schon fast gedacht, verdammte Hacke. Dann, also du schießt. Er schlägt. Er schlägt. Du bist dann hier. Mhm. Dann. Das wird eh nichts mehr. Dann. Dann bewege ich mich. So, verdeckte Runde. Achso. Jetzt kommt eine Doppelrunde. Eine offene Doppelrunde. Ich ziehe erstmal drei. Achso, eine Doppelrunde kommt. Oh, super Sache. Und ich ziehe. Du ziehst, ich ziehe drei mit dem ersten Zug. Oh, ja, Mann. Und jetzt kommt meine Schusskarte. Ich ziehe auch drei. Und ich heb was auf. So, letzte Runde. Ich heb was auf. Ich gehe nach unten. Ich bewege Marshall. So, okay. Gut. Okay, jetzt bin ich mal gespannt. Was passiert? Das erste ist, du schießt. Achso, ja, genau. Ich schieße und ich kann nur dich abschießen, ja, Patrick. Richtig. Ja, mich darfst du nicht schießen. Ich darf dich nicht schießen. Du darfst mich nicht schießen. Nee. Ich schlage dich, du verlierst einen Diamanten. Ja, sorry. Alles gut, alles ja. Gut. So, du bewegst dich. Mhm. Du gehst nach unten. Ich bewege mich. Das muss ich jetzt zumindest nicht geplant. Nee, da hast du jetzt irgendwie so eine kleine Fehlplanung drin. Nein, habe ich nicht. Ah, okay, du hast keinen drin. Du gehst nach unten. Du bewegst dich. Ich schieße in die Luft. Du hebst was auf. Du hebst was auf. Ich gehe nach unten. Und der Marshall wird bewegt. So, der Geldkoffer. So, der Geldkoffer kommt in den nächsten Marshall rein. Ja. Und nächste. Letzte Runde. Ja, genau. Und die letzte Runde ist vier Runden lang. Dritter ist verdeckt und dann ist das Spiel vorbei. Und was nochmal am Ende Effekt ist. Moment, die Rache des Marschalls, hier man sich auf dem Dach direkt über dem Marschall auf, direkt über dem Marschall auffällt, verliert einen seiner Geldbeutel mit dem niedrigsten Wert. Aber ja. Man muss direkt über ihm stehen. Hat der Bandit kein Geldbeutel, verliert er nichts, auch nicht, wenn er eh schon in der Geldkasse sitzt. Aber jeder hat Geldbeutel. Ja, in dem Fall, ich wollte es nur sagen. Ja. Also keiner bekommt mehr seine Patronen los. Ja, deswegen habe ich letzte Runde auch gar nicht los angefangen mit dem Geballer. Ich hatte auch keine Karten zum Schießen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nein, Bockschade. Achso, ich darf ja immer noch eine mehr ziehen. Ich fange an, ja? Ja. Du fängst diese mal an, ja genau. Ich bewege den Marshall. Jetzt müssen wir alle hoch. Dann bewege ich mich. Ich bewege mich auch. Das ist jetzt noch eine Hoffnung. Warte, ich muss kurz überlegen, wie ich das nachher am besten. Mieserweise, ey, habe ich jetzt keine Prügelstrafe für dich gezogen hier. Ich ziehe drei Karten. Ich dachte, ich komme vor dir, wenn ich jetzt eine Faust ziehen kann. Ich dich so toll, ey. Okay, das ist ein Lose für mich. Okay, ja. Weiß der Henker. Für mich wahrscheinlich auch, der hat schon einen guten Vorsprung. Du hast gezogen, ich heb was auf. Ich muss hier drei ziehen. Sascha? Mhm. Verdeckte Runde? Genau. Ja. Yeah. Ausgerechnet jetzt die Verdeckte. Hm.
Ja, ich kann halt nichts mehr machen. Ich habe die verdeckte Runde leider auch in Karten jetzt in dem Fall. Ich muss die verdeckte Runde auch mit 10 verbringen. Ja, toll, ey. Das hat ja den totalen Zweck hier. Noch eine verdeckte? Nee, die ist jetzt wieder offen. Ja. Tschüss. Ja, ich habe die schlimmsten Karten, die es gibt, und das ist meine die schlimmsten, die es alle überhaupt gibt. Auf schlimmsten Welt. Nein, die schlimmsten Karten, die ich jetzt hier in diesem Szenario kriegen könnte. Ich habe auch überhaupt keinen passenden Ding gehabt, deswegen bin ich jetzt ich hab Marshall. Ich habe keine einzige Bewegungskarte. Ja, ich gebe jetzt auch mich geschlagen, weil ich habe auch nur Kacke. Du hast noch deinen Sieg besiegen. Ich habe natürlich, ich ziehe natürlich eine Faust, wenn ich so weit von ihm weg bin. So, okay, jetzt. Dann gucken wir mal. Also, das erste ist, der Marshall wird bewegt. Ich nehme mal an, hier hinten. Ja. Habe ich mir schon fast gedacht. Ja, ich habe schon überlegt, ob ich das vielleicht auch ändern sollte, aber da ihr dann schon gezogen habt und danach Geld was aufhebt, dann macht das andere keinen Sinn. So. Du bewegst dich vermutlich mal nach hinten. Richtig. Du bewegst dich auch nach hinten. Genau. Ach, das wäre ja doch gewesen. Ich hätte die Faust allein. Ich bin so ein Vollidiot. Du hebst das auf. Ich hätte ihm dermaßen eine zentrieren können. Ich gehe nach oben. Ich hätte gewonnen. Du hebst das auf, den letzten Diamanten hier oben. Ich hätte ihm so einen rein. Ich schieße und ist eigentlich scheißegal jetzt. Komplett egal. Ja, du bewegst den Marshall und ich hätte mal gedacht, der hätte ich wahrscheinlich nach vorne verschoben. Hätte ich aber. Ich verschiebe jetzt einfach wieder auf die Geldkassette. Ja, und du bewegst dich noch, das ist ja. Dann kann ich mich auch hierhin bewegen, also. So, und am Ende ist keiner über Marshall und alles passiert wie immer. Ja. So, ich habe 500 nur. Die ist echt nicht so die toll. Wird, glaube ich, erst gut, wenn du es mit mehr Leuten spielst. Weil dann kommt öfter der Fall, dass du eben nicht abgeschossen oder nicht geschlagen werden kannst. 2600 habe ich. Ja, ich habe 1500. Du hättest quasi trotzdem 1600, wenn ich dir eine aufs Maul gehauen hätte. Na. Der hätte schon mehr gehabt. Hätte ich doch, ja. Ja, ich überlege gerade, ob ich dir vorher aufs Maul gehauen habe. Nee, hätte ich nicht, weil ich jetzt nicht mehr nehmen können. Ich hatte keine Aufnehmenkarte mehr. Ja. Nach der Folge. Okay, da lagen noch zwei Momente, wo ich so bestimmt davon ausgegangen, dass ich nicht da auch hingehe. Ja, ich bin gar nicht davon ausgegangen. Ich habe irgendwie völlig verbaselt, dass du auch eine hin und her bewegen Karte hast. Das habe ich einfach völlig verschwitzt. Das war echt idiotisch. Ja. Richtig hart idiotisch. Ja, ihr seht, man kann ein bisschen ungeplant, geplant spielen, wie auch immer. Ja, manchmal funktioniert es, manchmal funktioniert es nicht. Vor allem, wenn diese verdeckten Züge sind, da passiert meistens das Lustigste, was man da nicht vorausschauen kann. Ah, ich habe ja noch einen gehabt. Ich habe 750, nicht 500. Ja, egal. Hast du sogar halb so viel wie ich? Ja, ich find Bell ist als Charakter jetzt im Spiel nicht so toll. Ja, persönliche Meinung. Finden wir alle bisher nicht. Aber wie gesagt, ich glaube, die ist bei 3 einfach völlig sinnlos. Die ist erst, da muss man mit mehreren Leuten spielen, erst auf jeden Fall. Mit mehr Leuten irgendwie witzig. Ja. Weil dann kommt es auch öfter vor, dass man mal zusammen irgendwo steht. Gut. Ja. So, dann spielen wir noch eine Runde. Bis zur nächsten Folge. Jo. Tschüss. Ciao. Tschüss.